Stimmt, meine Freunde, herzlich willkommen bei der weiteren Episode von Weekly Pick. Heute habe ich zwei Schuhe, die wirklich meiner Meinung nach die Top Jordans sind und gehören zu Top 100 oder keine Ahnung, Top 50 besten Jordans der Welt. Fangen wir mal mit dem linken an, das ist der Jordan 4 Lightning. Erstmal Release 2016, bis jetzt noch kein Re-Release, gehört zu den Jordans, die der am höchsten Retailpreis hatte, wurde mit einem T-Shirt extra verkauft und hatte so ein Retail von 250. Gleichzeitig wurde der Thunder Release, der hat einen Retail von 500 und wurde mit einer Jacke verkauft, aber wie wir viele wissen, wurde 2012 der Thunder gerestockt, deswegen zählt der Thunder nicht mehr zu den Grails, weil die man mittlerweile für 300 Euro oder so kaufen kann, weil der wirklich in einer großen Quantity gerestockt wurde, während der Lightning wirklich ein Grail ist und zurzeit bei 1,2, 1,3 liegt. Und viele haben richtig Bock, den zu kaufen. Und für mich ist es wirklich verständlich, weil es gibt halt nicht viele Jordans, die einfach so eine Farbe haben. Und meiner Meinung nach gibt es nur noch einen oder vielleicht gibt es gar keinen. Vielleicht wisst ihr das besser als ich und könnt mich gerne korrigieren. Auf der Zunge von dem Schuh finden wir einfach ein Air Jordan Zeichen hinten. Das ist auch Air Jordan. Und es ist halt ein ganz schlichter Schuh, obwohl die Farbe so bright ist. Trotzdem finde ich, dass die Farbe auf die Fotos so ein bisschen heller wirkt. Aber in Real Life finde ich schon, dass es ein bisschen dunkler ist. Und auf jeden Fall ist die Qualität viel besser als von den Jordans, die jetzt so rauskommen. Ich muss hier kurz meine Notizen für das Paar aufmachen. Das ist ein Jordan 4er auch, wie ich das schon bereits erwähnt habe. Der wurde am 5. November 2011 released. Das ist der Superman Jordan und der wurde von Isha Scott designt und der ist ein Patient im Doc Becker Krankenhaus in Amerika. Der befindet sich in Portland und Nike hat ein Kollabo, wie gesagt, mit Don Becker, wo 10 Kinder jährlich Schuldesign können und damit haben sie eine Chance, oder besser gesagt, die können ihre künstliche Freiheit da rauslassen und alle, die mitmachen, kriegen dann einen einzelnen Schuh. Die Schuhe sind dann mindestens 50, 60, 30.000 Euro wert und dann werden 10 davon, die besten, immer produziert und ein Release, und kriegen einen Release. Dieser Jordan, meiner Meinung nach, ist einer der erfolgreichsten. Da hat der Scott sich gut Mühe gegeben. Auf dem Upper sehen wir so, wie soll ich das sagen, Arrows oben nach unten und das soll repräsentieren seine Tiefen und seine Höhe. Hinten haben wir noch ein Porträt von ihm in Blau. Warum Blau? Weil er seine Lieblingsfarbe ist. Superman, Logo ist auf der Zunge und das sollte repräsentieren, dass er wie ein Superman durch seine ganze Behandlung durchgekämpft hat und wirklich viel durchgehalten hat. Leider zu seiner Current Situation weiß ich nicht viel, aber ich hoffe natürlich, dass dem Isha alles gut geht. Auf der Sohle haben wir hier 7 und I'm irgendwas. Kann ich leider nicht lesen. Aber ich finde, dieser Schuh war ein Grail von mir wegen der Geschichte. Und wie vielleicht ein paar von euch da draußen wissen, ich habe auch einen Air Jordan 4 Eminem und ich würde diesen Schuh über den Eminem wählen. Einfach wegen der Geschichte und der Farbenkombination. Schreibt mal bitte unten in der Beschreibung, welche von den beiden Jordans ihr mehr feiert. Natürlich bitte nach einem Like da lassen. Vergiss nicht, dass diesen Freitag, also in 2 Tagen für euch, Road Tour T-Shirts von Valley Team released werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst bitte ein Like da und wir sehen uns bei nächsten Video. Adios, amigos.